So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück bei The Division. Der Kalle wieder für euch am Mikrofon. Und hier waren wir stehen geblieben. Wir gehen Richtung Manhattan. Und zwar das, was wir in den letzten zwei Folgen gesehen hatten. Hier unten schön die Downloadzeit. Das war tatsächlich, weil das Spiel noch nicht komplett runtergeladen war. Deswegen konnten wir hier noch nicht weitermachen. Jetzt geht's und ich würde sagen, wir starten durch Richtung Manhattan. Los geht's, gucken wir mal, ich mach Ihnen bestimmt, was uns da erwartet. Okay, Tor auf. Da hinten müssen wir hin. Dann tun wir das doch mal. Schneit schon wieder. Ah, die... Ist das die Brooklyn Bridge? Ich glaube, ne? Ah ja. Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ah! Wow, was ist das denn? Krass, die hat's erwischt, oder? Oh, Scheiße! Mein Bein! Ja, krasse Scheiße. Warum ist denn jetzt der Heli explodiert? Das ist ja... Uns scheint es aber nicht so übel erwischt zu haben wie die Tante da. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Gute Arbeit, Agent. Da kommt er. Whisky Sour von Manhattan. Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Sorry. Wenn wir Sie retten. Hey! Halten Sie durch! Hey! Halten Sie durch! Sie wach! Ich brauch Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in einer Minute. Sie müssten erst gleich auf der rechten Seite stehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF-68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, zwei Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi.
Okay, JTF-68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen, das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zu Recht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstelle herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wow, okay. Da sind wir, meine Lieben. Das war ja das, was wir auch schon aus der Beta kannten. Der Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie finden ihn direkt am Tor. Alles klar. Ich brauche eine Trage hier am Dock. Ja, das kennen wir schon. Die Szene hier hat man ja gestartet in der Beta. Und jetzt geht's eigentlich so richtig los. Ihr habt es nochmal gesehen. Vorher war dann eigentlich so ein bisschen der Prolog. Okay. So, dann mal rein in die Quarantäne. Wir müssen hier durch, Freundchen. Wir müssen sicher gehen. Ja, ich bin sauber. Läuft bei mir. So. Hier lang? Was machen die denn da drin? Ich verstehe, warum wir dieses Zeug tragen müssen. Aber mal ehrlich, man fühlt sich wie in Okay. Ist total hilflos. So, die ersten Gamer, die hier rumspringen. Stufe 3. Ah, okay, was kann der denn? Ausrüstungshändler, da waren wir schon. Wow, hier ist ganz schön was los. Wo müssen wir hin? Da hinten. Waffenhändler, okay. Und, was gefällt Ihnen hier? Ah ja, okay, die könnten wir schon kaufen. 202. AK-47. Die haben wir. Okay, da müssen wir uns dann mal in aller Ruhe umgucken. Ich denke, hier werden wir sicherlich öfter mal herkommen. Jetzt checken wir es erstmal ab und gucken mal. Wir wollen ja hier schön fleißig Missionen machen und uns hochleveln. So, einmal hier durch. Schon cool. Hudson Pier, okay. Hat schon hier alles keine gesunde Farbe. Wo müssen wir denn jetzt hin? Operationsbasis errichten. Okay. Können wir auch mal ein bisschen zügiger Gas geben. Wir wollen ja heute noch ankommen. Alles Schrott hier in Manhattan. Hier geht ja gar nichts mehr. Wir sind in Chelsea. Aber es scheint wohl so, Ausdauer oder so hat man wohl ewig. Also er kann hier schön ewig vor sich hinsprinten. Was ich? Natürlich. Ah, lecker, da hat Ratten gefangen. Ach, scheiße. Ach, herrje. Boah, das ist einmal quer durch die City oder was hier? Pennsylvania Plaza. Unerforscht. Oh, ist das denn ein Coca-Cola-Truck oder wie? Nicht ganz, aber... Meine Lieben, da muss ich erstmal einen Screenshot von machen. Haha. So. Okay, lauter Leute auf der Straße. Denen scheint es auch nicht so gut zu gehen. Passen Sie auf, hey, ich gehöre nicht zu denen. Virusforschung. Leute, wo muss ich denn hier hin? Das gibt's doch nicht. Ich muss doch in die Richtung. Ach, davor und dann links. Ja, das war Zeitverschwendung. Was machst du hier? Du verdienst das. Alter!
Boah! Warum stehen die denn hier so mitten auf offener Straße rum? Alter! Eine Splittergranate, okay. Da müssen wir hier doch ein bisschen aufpassen. Ist ja krass. Das sind gute, okay. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche! Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns irgendwie hier! JTF! Ja, wir sind doch da! Bitte komm! Signalverfolgung! Analyse beendet! Lade Koordinaten hoch! Alter! Warnung! Feindkräfte nähern sich! Oh, wir sind Stufe 4. Sehr schön. Okay, da hinten kommen noch welche. Schlagt hart zu, dann rennen sie weg. Alter, renn mich doch nicht jedes Mal um hier. Was ist denn dein Problem? Oh, krass, wie die Katnarre aber auch verzieht, ey. Da kann er eigentlich wirklich nur so Feuerstöße abgeben, weil die Knarre sonst so dermaßen verzieht. Alter, wo ich hinschieße. Ich treffe auf 10 Meter kein Scheunentor. Natürlich. So, da sind sie, die bösen Jungs. Sie sind gerade rechtzeitig gekommen. Jetzt überlegen die sich zweimal, bevor sie die JTF-Patrouillen angreifen. Alles außer Kontrolle. Okay, dann können wir jetzt auch weitergehen. Richtung Operationsbasis. Aber ich glaube, das ist ja das, was man wirklich aus der Beta kennt, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Zentrale, hier ist Division-Agentin Fei Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2. Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Genau, erschießt mich mal nicht. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43, Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Ohne auf Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Forster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! So, jetzt geht's ab. Die machen wir platt. Da. Ja, man muss wirklich immer nur so Feuerstöße abgeben. Benannte Gegner. Jetzt konnte ich es nicht lesen. Geh doch mal weg da, Kasper. Da laufen die mir direkt vor die Linse. Ich fass es nicht. Was ist denn mit dem da? Erschießt den doch mal jemand. Boah, ich geh gleich drauf, ey. Ja, erstmal hier. Wow, jetzt war ich leicht überfordert gerade. Gott, den haben wir. Wo sind denn noch welche? Guter, ja, das ist ein guter. Oh, ja.
drüben war da noch irgendwo einer. Oh, Granate. Die Frage stellt sich mir, warum haben die denn Granaten? Boah, Alter. Der läuft hinter mir rum. Boah. Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Ja, so sieht's aus. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir dann. Okay, wir gehen's an. Gibt's hier erst noch mal was zum Einsammeln? Wie übel die Typen aussehen hier. Vermummungsverbot, Freunde. So, jetzt sind wir in der Operationsbasis. Sehr cool. Dann schauen wir doch da gleich mal rein, würde ich sagen. Sichere Zuflucht. Luftventilation und Reinigungssysteme aktiv. Kontaminationsstufe gesenkt. Verkäufer entdeckt. Okay, sehr geil. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Okay. Jetzt haben wir hier unsere drei Flügel. Das hatten wir ja schon in der Beta so ein bisschen gesehen für die Leute, die es da schon gezockt haben. Und ich würde sagen, ich mache hier einen Cut, meine Lieben, und wir sehen uns in der nächsten Folge und dann schauen wir uns hier in der Basis mal ein bisschen um und gucken mal, was es hier für Missionen für uns gibt. In diesem Sinne, bis dahin, euer Kalle. Ciao, ciao.